Ja, willkommen zurück, Freunde der Sonne, bei Shadow Man. Ja, wir haben ja jetzt die Fähigkeit, durch Lava zu schwimmen. Aber ich habe ja gesagt, wir wollen lieber nochmal einen Boss killen. Dann machen wir das auch mal gleich. Zuerst können wir nochmal kurz... Naja, Nettie gibt es ja nicht mehr. Mal zu dem Reich der Toten gucken. Für Marjorie, die hat was Neues zu berichten, der Gute. Naja, naja. Das ist nervig, ey. Ich hab eine gute Idee. Oh, das ist der One-Hit. Mikey, was ist los? Du siehst noch gestresster aus als sonst, was? Es ist wegen Nettie. Sie ist in ein tiefes Koma gefallen. Ach, das überrascht mich nicht. Sie hat schon immer gern einen gehoben. Weiß einfach nicht, wann sie aufhören muss. Ich sag dir, sie ist... Jaunty, hör mir doch zu. Die Prophezeiung bewahrheitet sich. Nettie hat L'Eclipseur gebraucht, um mir meine Schattenkräfte zu verleihen, wenn ich den Fünf gegenüberstehe. Jetzt hat sich der Schatten gesenkt. Und die Prophezeiung steht kurz vor der Erfüllung. Es sieht so aus, als bringt uns alles, was ich tue, nur näher zur Apokalypse, zum Ende aller Dinge. Jetzt reiß dich verdammt nochmal zusammen, Michael, was? Kann ja sein, dass Nettie ein bisschen verdreht ist, aber sie weiß genau, was sie tut. Sie wusste, dass das passieren würde. Es sollte ja auch passieren. Ist dir das denn nicht klar? Das ist ja die Sache bei Prophezeiungen. Sie neigen dazu, sich zu erfüllen. Schon gut, aber mir kommt es gerade so vor, als wäre irgendwie ich schuld an allem, was geschieht. Vielleicht sollte ich aussteigen, bevor es zu spät ist. Ich hätte nie gedacht, dass du so leicht aufgibst, Michael. Und selbst wenn die Sache jetzt so oder so in die Hose geht, ist es doch immer noch besser, im Kampf unterzugehen, was? Hol dir so viele von den dunklen Seelen, wie du kannst. Bau deine Schattenkräfte auf, bis du förmlich platzt. Und dann geh und mach den fertig, der hinter dieser Sache steckt. Sonst kann ich dir wirklich nichts mehr raten. Und wieder stehe ich in deiner Schuld, Jaunty. Dein Rat ist vernünftig. Ich werde tun, was du sagst. Und schließlich, wenn alles in die Binsen geht, kannst du immer noch kommen und mich in den Arsch treten. Die ganze Strecke, von hier bis in den Hades, was? Und wenn nicht, und wir gewinnen, gebe ich dir doch noch einen aus. Auch wenn du eine lästige, schwachsinnige, totenschädelköpfige Schlange bist. Aha, mit Schmeicheleien erreichst du bei mir noch alles, Shadow Man. Jetzt aber los! Okay, alles klar. Und wer sich wundert, warum ich so einen riesigen Dickschädel habe. Ich habe nicht einen über den Durst getrunken. Ich habe einfach mal... Das letzte Geheimnis, das wir freigeschaltet haben, war nämlich Dickschädel-Modus. Man hat es, glaube ich, sofort gemerkt, wie kacke das aussah. Ich wollte es einfach mal zeigen. Gut. Wieder auf normalem Schädel, auf normalen Schädelgröße. Wir werden jetzt mal einen Boss-Gegner besiegen. Das werde ich mal die ganze Folge lang versuchen. Ne, das war die Prophezeiung. Und zwar... Werde ich mal diesen jungen Mann angreifen. Ich glaube, Avery Marks heißt der. Zwölf Menschen hat er gekillt. Der ist krank. Okay, machen wir ihn kalt. Mörder umbringen ist doch immer schön. Oh, jetzt kommen wieder diese Ferkels. Ist ja lecker aus, der Typ. Oh.
sehr psychomäßig, der Typ. Ja, sieht ein bisschen aus wie Gollum. Noch ein bisschen Heilung absahen, bevor ich das mache. Können wir hier ja noch nichts machen, kommen wir hier nicht durch, aber ich habe ja einen Wunschspeicher und damit öffne ich das Tor. Gut, wollen wir mal reingehen. Also damals, wo ich angefangen habe, Shadowman zu spielen, da war ich 10 oder 11 Jahre alt. Da fand ich das Level hier am schlimmsten. Vom Gruselfaktor her. Ich weiß nicht, wie es heute aussieht. Es ist schon sehr verstörend. Haufen Geröll. Mir so frisch aus die Bude hier. Okay. Das ist, glaube ich, ein Wohnblock, wo wir gerade sind. Verflucht dunkel hier drin. Ah, warte mal, ich hab doch hier. Bevor ich hier lang gehe, hier ging es auch nochmal lang. Ich werde mal die Fackel jetzt immer benutzen, weil in dem Level braucht man die wirklich. Ein schöner viereckiger Lokus. Komisches Bad. Naja, okay. War das jetzt hier? Ja. Und hier ist er! Was zum... Sei mir willkommen. Tritt ein, ungehindert und aus freiem Willen. Spiel keine Spielchen mit mir, kleiner Mann. Großer kleiner Mann. Großer kleiner Mann. Hat dir denn deine Mama nicht beigebracht, dass es nicht auf die Größe ankommt? Mich hat meine Mami lieb. Dich aber bestimmt nicht. Mir gibt meine Mami einen Kuss. Dir aber bestimmt nicht. Nein, du kriegst bestimmt keinen Kuss. Komm zur Mami, mein Kleiner! Na los, mein kleiner Süßer, komm zur Mami! Denn unser sind viele! Ein netter Junge. Muss ich doch schon mal sagen. So und so. Strom ist abgeschaltet. Oder Strom ist abgeschaltet. Ja. Verdammt. Schön fliegen hier. Hunde? Ist da irgendwas? Wir sind ein Haufen Kado, stimmt. Ich könnte mal die Schrotflinten benutzen, also wozu habe ich die Teile? Scheiße!
Ja, der greift mich an. Oh, die sind einfach so, die sind nicht so gefährlich. Krankes Level. Ich könnte hier nicht wohnen. Na gut, hier sieht es auch nicht so aus, ob ich jedes Mal in letzter Zeit mal einer gewohnt hätte, aber... Hochauflösende Weinflaschen. Oh, die Musik ein bisschen leiser, ich glaube, die ist ein bisschen zu laut. Es geht einem doch dann irgendwann auf den Sack. Mein Gott, nein! Ja, der Mann hat Probleme. Das hier? Das ist entsetzlich. Wow. Nein! Ah, gut, ich komme wieder hoch. Ich dachte, ich bin jetzt hier runter, ihr Plimps. Scheiße! Verdammt! Mann! So. Komm mal hier durch. Ach, ich wollte doch die Fackel benutzen. Mann! Ich hab gemerkt, sehr gut, ist allgemein bekannt bei YouTube, da erkennt man das denn immer nicht so genau, wenn das so dunkel ist. Immer schlecht. Also vielleicht lädt die Folgen in Ultra, Mega, Monster, Hyper, Giga, HD hoch. Braucht dafür 2 Wochen zum Hochladen, aber so sollte es auch gehen. Ich habe ja die Helligkeit schon ein bisschen hochgestellt. Das Level auch sehr dunkel ist. Was? Angel.
Nur mal so zur Information, was da in diesem, wer es noch nicht gelesen hat, wer was in diesem Mörderbericht drin stand über den Typen, der hat wohl immer, wie ich das noch weiß von damals, ich habe es mir jetzt auch nicht mal nochmal durchgelesen, Botschaften für die Polizei, glaube ich, in toten Köpfen von Kanarienvögeln eingesteckt und abgeliefert halt. Darum sind die auch, glaube ich, so Kanarienvögel, Käfige. Der hat ja, glaube ich, auch ein paar Möbel, die von Menschenhaut überzogen sind und sowas. Also, ja, wie schon gesagt, der Mensch, der hat ein bisschen gelitten. In der Birne. So. Müssen wir den Strom wiederherstellen, ne? Aufpassen, dass ich nicht wieder runterfalle. Hier muss doch irgendwo etwas sein. Na, wenn du das schon sagst, Shadow Man. Fernseher, hier muss nämlich irgendwo ein Hebel oder ein Stromkasten oder sowas sein, dann können wir den Strom wieder einschalten. Ah! Genau den haben wir gesucht. Und der Herr sagte, es werde Licht. Sehr gut. Oh, ich kann die kaputt machen. Warum auch immer. Ich meine Fernseher zerstören. Doch, es darf nicht mir gehören. So. Jetzt müssen wir eigentlich, jetzt können wir glaube ich mit dem Fahrstuhl fahren. Wo war das jetzt? Da hinten. Na, vielleicht schaffen wir doch noch ein Kado voll zu kriegen. So. Das ist ausgezeichnet. Schauen wir mal alles so optimistisch kommentiert. Super. Das ist ausgezeichnet. Nein, oder doch? Lass mal hier lang gucken. Ich höre gerade irgendwas. Wahrscheinlich auf der anderen Seite rüberspringen. Geschafft. Jo. Ach so! Scheiße! Die Fackel... Ach, schon wieder ein Secret! So, ja.
Na, ich bleib erstmal hier oben. Die Fackel verbraucht sich mit der Zeit. Okay, scheiße, das wusste ich nicht. Hätte ich mal darauf achten müssen. Da wirst du doch wohl hochkommen, Robert. Nee. Jetzt sind wir wieder unten, oder was? Ach, Mann. Ja, jetzt sind wir wieder hier, wa? Na, hier waren wir auch schon. Mist, verdammt. Ich höre doch hier irgendwas. Hammer Labyrinth, ey, echt ohne Scheiß. Ich will doch nur wieder in diesen Hauptgang zurück. Wieder mit dem Fahrstuhl hochfahren. Ah ja, hier lang. Wieder ganz runter geplumpst. Ich bagger an der Dings da fest an der Tür. Mensch, wo geht's denn man hier raus? Ich laufe hier ganz im Kreis. Hilfe. Bin ich wieder am... Ja, ja, und da sind viele. Jetzt bin ich, glaube ich, einmal im Kreis gelaufen. Das gibt's nicht. Oh, Gott sei Dank. Oh, hier ist auch noch was. Ich glaube nämlich doch, dass wir jetzt hier nochmal hoch müssen. So. Sind wir hier, ja. Speichere nochmal das Spiel. Da drüben gibt's ja nichts. So, und jetzt muss ich ja aufpassen, dass ich nicht wieder irgendwo runterspringe. Ah, okay. Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Super.
Ist doch schon wieder so ein Loch drin. Ah. Hier unten muss doch etwas sein. Ich suche ja schon. Ich hab's. Was? Das ist entsetzlich. Die ganzen Fliegen, ey, das muss müffeln hier. Geiler Teppich. Ich hoffe Bärenteppich. Ein Stück Fleisch. Ich glaube auch nicht mal, dass es noch ein Tier ist. Wenn man die Bilder hier sieht. Das wird mir sicher von Nutzen sein. Ah. Ein Akkumulator. Noch einen, wir können die neue Waffe bekriegen. Schön. Oh mein Gott, nein. Ein Wasserfall aus Blut. Hammer, oder? Boah, das ist ekelhaft. Muss ja so entsetzlich stinken in der Bude. Juhu. Nochmal. Hier muss ich doch irgendwie rauskommen. Noch mehr Süßes für den Kleinen. Ich glaube, hier geht der Bosskampf los. Nicht der Fahrstuhlschacht? Hm. Jetzt ein Labyrinth hier. Das ist ein einziges Labyrinth. Geschafft. Ist das widerlich. Und wir haben den nächsten Gegner besiegt. Ich glaube, das war die deutsche Synchronsprüche. Stimme von Nicolas Cage. Ein Prisma. Die dunklen Seelen gehören mir. Gut, haben uns doch eigentlich relativ gut zurechtgefunden hier. Das müssen wir nur noch wieder rausfinden. Die
mal gucken. Ah ja. Noch irgendwas? Dachte ich mir doch. Wenn man noch zwei Kisten hinstellt, jetzt müssten wir eigentlich wieder im Reich der Toten sein. Ja. So. Nein. Okay. Ich speichere mal an der Stelle. Ich beende die Folge aber mal kurz noch nicht, weil ich mal sehen will, was wir jetzt freigeschaltet haben. Na, haben wir ja gerade gemacht. Geheimnis. Clown-Modus? Was ist denn der Clown-Modus? Oh! Ich habe riesige Schuhe oder riesige Füße. Ja, das ist so doof. Gut, alles klar. Ich beende mal die Folge hier. Wir sehen uns beim nächsten Mal beim Voodoo-Clown. Haut rein.